In X-Men Apocalypse versammelt sich einmal mehr zahlreiche Superhelden zu einem gemeinsamen Kampf. Egal ob Mystique, der Quicksilver oder der Cyclops, fast alle sind wieder mit dabei, was der Film schon fast zu einem Avengers alias Justice League-Klon macht. Oder etwa doch nicht? Der James McAvoy, der zum dritten Mal in die Rolle vom jungen Professor Charles Xavier schlüpft, erklärt uns, wer da die Idee zum Superhelden-Ensemble zuerst hatte. Im Moment ist es im Trend, Comic-Verfilmungen zu machen, wo viele Superhelden gleichzeitig drin vorkommen. X-Men macht das aber schon seit dem Jahr 2000, wo der allererste Teil rausgekommen ist. Mittlerweile sind 16 Jahre vergangen und die X-Men haben schon jenste Bösewichte bekämpft. Im neuesten Teil kommen sie es jetzt aber mit dem wahrscheinlich gefährlichsten Gegenspieler zu tun, über was es je gegeben hat, einem Apokalypse. Diese Hieroglyphen beschreiben eine ganz besondere Macht, größer als irgendein Mensch sie besitzen kann. Sie glauben, er hat die ganze Zeit über gelebt? Ganz genau. Und wo auch immer dieses Wesen war, es hatte stets vier gefürchtete Anhänger, Gefolgsleute, Beschützer, die er mit viel Macht ausstattete. So wie die vier Reiter. Der Apokalypse. Das hat er wohl aus der Bibel. Oder die Bibel hat es von ihm. Egal wer zuerst war, Tatsache ist, dass der Apokalypse nicht weniger als ein Neustart will, und zwar ein gründlicher. Denn nachdem er aus seinem Jahrtausendschlaf erwacht und die Welt von heute sieht, ist er völlig fassungslos. Ihr seid alle meine Kinder. Und ihr seid verloren, weil ihr blinden Anführern folgt. Aber jetzt bin ich hier. Für euch. Im Apokalypse seine zerstörerischen Absichten sind für Protagonisten im Film zwar verheerend, für den Zuschauer sind die Szenen aber ein richtiges Action-Feuerwerk. Für den James McAvoy ist X-Men jedoch sehr viel mehr als ein einfacher Popcorn-Film. Die Filme verfügen über intensive, emotionale Beziehungen und Sozialkritik. Und zwar, weil sich alles um Mutanten dreht, die in der Gesellschaft eine Minderheit darstellen. Sie sind auf eine Art wie Immigranten. Einige haben sie gern, andere wiederum tun sie nur vorverurteilen. Die Thematik ist ziemlich stark. Verurteilt wird vom Apokalypse nicht nur einer, sondern gerade die gesamte Erdbevölkerung. Dafür kann er weder auf die Familie noch auf Freunde wie alle anderen Mutanten setzen. Der Oscar Isaac, der den Apokalypse spielt, beschreibt die Situation so. Er ist einfach nur ein einsamer Gott. Und die Frage von einem Gott ist immer, ist man einer, wenn man nicht mehr verehrt wird? Ist man nicht. Darum probiert er nach seinem Auferstehen sofort Anhänger zu finden. Das ist seine einzige Chance, Beziehungen zu knüpfen. Das ist zwar tragisch, aber gleichzeitig bereitet es ihm viel Vergnügen, seine Kraft zu demonstrieren. Das zu spielen ist spassig und zugleich sinnlich gewesen. Und genau diese Macht kann man ab sofort auf der Kinoleinwand erleben. Unsere Prognose lautet: Kravum da, Kravum dort, X-Men Apokalypse liefert Action en masse und ist zwar nicht mehr ganz so originell wie sein Vorgänger, Zukunft ist Vergangenheit, aber trotzdem immer noch genauso schön anzuschauen wie eh und je. Kurzweilige Unterhaltung, die nebst dem James McAvoy und dem Oscar Isaac auch mit der Jennifer Lawrence aufwartet. Das geht 3 von 5 Schirmen.